Sottele, wir sortieren hier gerade alles ein, machen uns mal eine Bird-Flu-Pille und dann würde ich sagen, zockeln wir auch wieder los Richtung Wasteland-Stadt und werden da heute mal wieder ein bisschen looten gehen, denn wir brauchen ja noch Bücher für die J-Tag. Ich weiß, die kriegt man auch über eine Quest, aber ich will sie lieber selber bauen. Das fühlt sich besser an, oder? Das fühlt sich besser an. So, 19.000 Shedongs. Müssen wir mal gucken, was in den Händler kann, was nicht in den Händler kann. Sowas kann in den Händler. Waffen nicht. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, der kann weg. Die können auch alle weg. Der ist schon wieder voll, ey. Muss das unbedingt mal wieder wegbringen. Und erstmal, bevor ich es vergesse, ne, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. 7 Days to Die hier. Schön, dass ihr eingeschaltet hast. So, die können wir zerlegen, die können wir zerlegen. Das hier können wir aufmachen. Für panzerbrechende Schrotflintenmunition. Hier haben wir normale, sehr schön. Rezepte, panzerbrechende 9mm. Jawohl, Rezept. Was haben wir hier? Donnerbüchsenmunition. Ist eigentlich egal, da haben wir sowieso nichts von. Und die auch. Sehr gut. Hier ist noch viermal. Rezept. Ach, das war viermal, okay. Hab nichts gesagt. So, Antibiotika, ich habe schon geguckt, wir verfolgen es. Wasser haben wir, Nitratpulver und alte Schem-Sandwiche. Wo sind die Schem-Sandwiche? Die schädlichen Schem-Sandwiche. So, waren die bei Erste Hilfe? Ja, hier 158 Stück, okay. Dann können wir ja jede Menge machen. Pass auf, dann machen wir mal einen ganzen Batzen voll, dann haben wir nämlich Ruhe. Ja, was anderes brauchst du, glaube ich, eh nicht, ne? 77 Antibiotika. Man sieht's, also jetzt ist gar nichts mehr ein Problem hier. Alles easy peasy, lemon squeezy. Aber okay, wir müssen uns heute auch ranhalten. Ihr seid wahnsinnig. Wir haben heute wieder fast 30 Kommentare. Wo kommt ihr alle her? Wo kommt ihr alle her? Vielen lieben Dank dafür. So, den Juckersaft, der gibt Kraft. Den nehmen wir jetzt mal mit hier. Bisschen zum Trinken. Hier können wir auch mal eins trinken. 47 Dreckwasser. Wo sind eigentlich, hier sind die leeren Flaschen. Zack, zack, gib mal her. Können wir die direkt wieder voll machen. Alles so ein klein bisschen, während wir hier... Da hinten war der, ne? Rechtsklick, linksklick. Okay, so. Überall ein bisschen, während wir hier auf die Antibiotika warten. Da, hier können wir die auch. Aber 4 und 3, das ist teuer. Hinten war billiger. Zack, bitteschön, eine Stunde fürs Wasser. Jetzt kann der wieder hier rein. Erster Kommentar heute kommt vom Flo, der schreibt, das war ja mega. Kann mir richtig vorstellen, wie einem die Düse geht. Liebe Grüße an alle. Ah, die Düse ging mir jetzt nicht, ne, aber es ist halt doch sehr nervig auf Dauer. Wenn du keine ruhige Sekunde hast und immer wieder einer kommt. Du hast es ja gesehen, nachher. Arm verstaucht, Bein verstaucht, Biohazard, irgendwelche Grippen, Tollwut und was weiß ich, ne. Du kommst halt nachher nicht mehr gegen an. Du musst da raus, ansonsten bist du halt tot. So, Parts. Parts, 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 Parts. Da oben. Rein, rein. Dankeschön. So, das müssen wir gleich alles mitnehmen hier. Vier Stück haben wir noch. Ich brauche zwei. Jawohl. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch davon was. Und davon was. Und davon einen. Für das HD First Aid Kit. First Aid. Draußen jault die Katze schon wieder rum. Der Gärungsalkohol, den brauchen wir auch noch. Dafür braucht man wieder Maismehl. So, und trübes Wasser. Suchen wir es hier mal, mal weg. Gärungsalkohol. Was fehlt jetzt wieder? Zwei trübes Wasser. Abbrechen. Maximum, zack, zack, 72. Bitteschön. Ein Gärungsalkohol muss ich machen. Jetzt haben wir zwei Maismehl. Irgendwas ist immer, ne? Irgendwas fehlt immer. Aber wenigstens weiß ich schon so langsam die Rezepte. Mischen, abbrechen, neu bauen. Bitteschön. Weil den brauchen wir jetzt ganz dringend. Eieieiei. Pfeffi schreibt, wieder mal eine super Idee. War ein guter Vorschlag. Aber nicht von mir, Pfeffi. Nicht von mir. Da könnt ihr euch bei BSE bedanken. So, dit haben wir, dit haben wir. Das heißt, das HD First Aid Kit ist jetzt fertig. Bird Flu Injection. Vitamine haben wir. 10 Verbände haben wir die auch. Was ist Erste-Hilfe-Verband? Haben wir nicht. Gib her.
Aber jetzt gleich. Ja. Wir haben ja letzte Folge 200 Stück gemacht oder was, ne? So, zack. Bitteschön. Ist hier noch was? Nein. Ich bin begeistert. 45 Sekunden, das kriegen wir hin. Rein da, rein da. So. Oh, ich habe die KI noch aus, ich Idiot. Weil diesmal war ich schlauer, ne? Ich wollte erst, weil gleich kommt noch ein Kommentar, ja? Der fragt, ob es hier im Pentagon noch einen Keller gibt, ja? Den lesen wir gleich noch zusammen. Und da wollte ich erst mit Debug-Modus mich gerade hinporten, gucken, ob es wirklich einen Keller gibt. Dann hätten wir ihn zusammen erforschen können, ja? Aber dann ist mir eingefallen, wenn ich jetzt wieder hier den Debug-Modus und hier Fliegen und Porten anmache, dann ist ja auch die Bird-Flu weg. Dann haben wir wieder mit der Bird-Flu geschummelt. Deswegen habe ich das sein lassen. Ich habe jetzt nur mal wieder vergessen, die KI auszumachen, ne? Das ist wieder Ede, wie er leibt und lebt. Schlimm, der Kerl. Aber wenigstens habe ich diesmal an die Bird-Flu gedacht. Ist ja auch was. Es wird. So. Dankeschön. Damit ist die Bird-Flu weg. Essen, Trinken, alles voll. Trader gibt's daher. Jawohl. Bei Essen und Trinken tue ich jetzt mal die Gaskanne hier hin. Ich schätze mal, die brauchen wir für den richtigen Ofen. Den werden wir auch noch machen. Jetzt gleich demnächst. Erstmal müssen wir gucken, wie wir den ganzen Käse hier verkauft kriegen. Sind da noch Waffen drin, die wir zerlegen können? Ich sehe jetzt auf den ersten Blick keine, ne? Doch, hier. Die könnten wir zerlegen. Das könnten wir zerlegen. Das brauchen wir nicht zerlegen, aber ansonsten ist da nichts. Was haben wir? 1336. Benzin genug für einen Hubschrauber. Lass mal gucken. Ja, wir haben nichts mehr, ne? 6000 noch, das war's. Dann müssen wir mal ein bisschen was herstellen. Kommt auf die Agenda. Ihr seid am Wuseln, ihr seid am Wachsen, sehr gut. Oh. Hier ist nichts und niemand. Wie sieht's mit Punkten aus? Null. So, der André schreibt, hallo lieber Edo und alle Edenauten. Mr. BSE hatte recht, das Gebäude ist wirklich lustig, wenn man nur zusieht. Beim Spielen bekommt man so sicher graue Haare, oder? Hab einen tollen Tag und danke für die Folge. Na, immer gerne, André, ne? Und, ja, das mit den grauen Haaren ist so ein Ding bei mir, ne? Wenn ich Haare hätte noch. Nein. Krieg ich ihn überhaupt noch hier raus? Ich glaube nicht. Ja, wir hängen fest, ne? Tutti kompletti. Ich muss ihn mal hier rausholen. Herr Pep. So, wo ist er? Da. Dankeschön. Steht er hier drauf? Komm schon, passt das? Nein. Dann stelle ich ihn dahin. Hier sollte er passen. Jetzt dürfen wir erstmal zu den Händlern fliegen. Den ganzen Kack wegbringen. So. War übrigens gestern wieder ein schöner Livestream in der Great White North Mod. Ne? Da sind wir auch wieder kurz vor der nächsten Horde. Also wen das interessiert, morgen am Mittwoch um 18 Uhr geht's da weiter. Da kommt dann die nächste Horde. Ich weiß gar nicht, welcher Tag es ist. Keine Ahnung. Aber da rappelt's auch im Karton immer ganz gut. Macht mächtig Spaß, ist lustig. Haben wir gestern auch so ein bisschen über die Mods gequatscht. Ne? Mr. BSE hat dann mal im Undead Legacy Discord geguckt. Und da stand dann wohl nicht so schöne Sachen, dass wohl in der Alpha 21 jetzt hier keine Undead Legacy mehr kommen wird, sondern erst mit Alpha 22 dann wieder, weil er halt so viel zu tun hat. Was? Da ist ein Airdrop? Oh nein. Airdrop heißt alles voll mit Moppels, ne? So, also das wäre natürlich sehr, sehr schade, aber kann man dann nicht ändern. Ich lande voll drauf, natürlich. So. Steig aus. Wir müssen uns 4. Haha, nicht mit mir. Yukasa, gib Kraft. Oh ja. Das ist der Hammer, ne? Das ist der Hammer.
Müsste halt direkt loslassen. Vom Airdrop. Ah ja. Weg damit, weg damit. Geschafft. Geschafft. Nice, gefällt mir. Da ist noch Loot. Sehr gut. Bisschen EP. Wo ist der Airdrop? Sag mir nicht, der ist despawned. Haben die den kaputt gehauen oder er ist despawned, weil ich ihn nicht aufheben konnte? Doch hier. Lernen, 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 lernen. Alter, nur Sachen zum Lernen, aber wir kennen schon alles. That's the problem. Hui. Zack, nehmen wir alles mit. Haben wir Honig noch dabei? Nö, natürlich nicht. Aber hey, wir haben den Airdrop geschafft. Ohne zu sterben. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? So, hier vorne war der Warzug Trader. Den können wir eigentlich alles direkt verkaufen. Weil dann haben wir das hinter uns. Da ist schon wieder mehr Anzeigen. Jedes Mal macht er das zu, ey. Mann, 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 Mann. So, die waren hier. Ach, dieses Spiel. Schön. So, übrigens hier nochmal der Aufruf, ja. Wir haben im Community-Tab auf dem Kanal hier, kannst du mal schauen, wenn du noch nicht hast, haben wir eine Umfrage zu anderen Spielen. Einfach, weil ja, bei 7 Days so langsam ein bisschen die Luft raus ist. Das merke ich auch bei den Folgen und den Streams. Ist ja kein Problem. Ist ja jetzt auch schon wieder lange und nach einer gewissen Zeit immer und immer wieder dasselbe. So, das heißt, wir wollen auch noch andere Spiele spielen hier, die du dann einfach in den Community-Tab posten kannst, ja? Da kannst du reinschreiben, was du willst. Ich mache mir damit dann eine Liste und guck, was wie oft vorgeschlagen wurde und so weiter. Ist das jetzt eine Wanderhorde oder wer kommt da alles? Das hört sich eine Elke an. Du blöde Kuh. Mann, ey. Darf ich jetzt verkaufen oder kommt wieder der nächste angewatschelt? Schlimm. Also, andere Spiele, immer her damit. Ab in den Community-Tab. Ich freue mich sehr. Das verkaufen wir nicht, aber das hier. So, gucken wir mal, was der hier alles kauft. Haben die überhaupt einen Cap und sagen dann, will ich nicht mehr, wenn du mit der 10. Kettensäge kommst. Weg, 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 weg. Alles weg hier. Nein, Messing noch nicht weg. Bist du des Wahnsinns. Ja, dann gehen wir halt zu deiner Kollegin nebenan. Zeitgleich können wir gucken, was der hier noch hat, was man kaufen kann. Schutzanzugjacke. Brauchen wir die nicht für irgendwas? Guck mal, da ist eine Hazmat-Maske. Ne, das ist Schutzanzugmaske, ne? Zählt die für Dingens? Ich glaube nicht. Hazmat-Mask. Nein, zählt sie nicht. Aber muss ich die hier, kann ich die zerlegen? Und da kommt Dings raus, da kommt Militärstoff raus. Ich weiß immer noch nicht, wo man das Zeug findet. Sonst noch irgendwas Tolles hier? Nicht, dass ich wüsste. Sehe jetzt auf den ersten Blick nichts. Nö. Die sind immer noch leer. Gehen wir hier hin. Oh Gott, die leicht bekleidete Tanja hier. But you can call me Dr. Jen. Ja, Dr. Jen. Wie war das? Ich habe starke Schmerzen, ne? So, und so. Da unten noch ein bisschen. Sehr gut. Antibiotika. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Haben wir genug. Explosive Magazines. Guck mal, hier ist noch ein Blasebalg. Da ist ein Ambox. Den könnten wir holen, weil wir sind ja faul. Dann brauchen wir nicht selber bauen. Sonst ist alles hier, ne? Ja. Thanks for the business. Immer gern. Kein Problem. What are you looking at? What are you looking at? Your fat, hairy ass. Du bist auch so ein Gockel, ey. Du bist auch so ein Gockel. Ruhe. Hier irgendwas. Ah, weißt du, was ich vergessen habe? Wir müssen nochmal überall nach Dingens gucken. Nach Shotgun-Muni. Hier ist das Ding Schrotflinten. Schrotflinten, Türöffnergeschosse. Nein, danke.
Da liegt Loot rum. Okay. Haben wir direkt nochmal zum Verkaufen. Hier, Verkauf, Verkauf. Will er nicht? Okay, na dann. Na dann. Der hat den ganzen Scheiß gekauft. Der hatte keine Schrotflinte. Du schon wieder. Nix, 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 nix. Nein, 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 nein. Wie jetzt keiner Schrotflintenmunition hat, ne? Aber wirklich niemand. Sonst alles immer voll und jetzt nix. Du wenigstens, Kollege Schnürschuh. Sieht auch nicht so aus. Nö, was soll er damit, ne? You don't buy something next time, I'll shoot you. Ach, wenn ich dich nicht zuerst schieße, mein Freund. Wenn ich dich nicht zuerst schieße. So, Mr. BSE schreibt, Moin Moin Ede, also mehr Culpa, mehr Maxima Culpa, okay. Ich bereue alle meine Sünden und werde nie wieder sowas vorschlagen. Ehrlich, Fingerkreuz. Fand das eine mega, mega gute Folge. Wer hat da wieder, der Rack, guck, da will er. Der will uns nicht erschießen, der will uns fressen. So, mega gute Folge. Mit am besten hat mir aber deine Landung gefallen. Echt top Leistung. Ja, das musst du erst mal hinkriegen, dass der da so hängen bleibt, ne? Und als kleiner Tipp für all die, die Warzone spielen, beziehungsweise anfangen zu spielen, wenn euer Rechner nicht so leistungsstark ist, unterbindet die automatischen Updates. Bei mir war die Mod am Ende über 128 GB groß. Aber auch wenn das meiste davon vermutlich in eine Art Archivspeicher gegangen ist, wird das garantiert niemals gut für die Performance sein. Ach ja, das Ruckeln kommt seit jeher in den meisten Mods von den Extra-Poys. Hier hatten einige den Zusatz WUK oder PEP im Namen. Das sind selbstgemoddete Poys, die durchaus viele Fehler enthalten und dennoch funktionieren. Das sorgt natürlich für Performanceverlust, wenn man Pech hat. Jeder, der Cornelius in der Alpha 20 gesehen hat, kennt das Problem mit diesen Poys. So, nun habe ich fertig. Nochmals vielen lieben Dank, Ede, bist und bleibst der Beste. Und bitte niemals mit 7 Days aufhören. Nein, aufhören werden wir damit auf keinen Fall. Ja, im Höchstfalle mal eine kleine Pause machen. So. Das habe ich mir halt geschworen, ne? Weil ich mir immer sage, jetzt, ne, bis zur Alpha 22, gehen wir jetzt mal davon aus, ich sage jetzt so, boah, ich habe alles, was es gibt, in Alpha 21 durchgenudelt, ja? Ich glaube, wir sammeln jetzt eher Ölschiefer und machen dann zu Hause noch ein bisschen Benzin, bevor wir in die Wasteland City fliegen, weil wir haben eh schon 18 Uhr jetzt gleich. So, war ich stehen geblieben? Genau. Ich habe mir halt immer gesagt, wenn ich jetzt sage, so theoretisch, ich habe alles durchgenudelt in Alpha 21 und ich habe keine Lust mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ja? Dann macht man halt eine Pause bis Alpha 22. Wieso ist hier die Tür auf? Puh. Und startet dann wieder frisch, ne? Weil ich möchte hier nicht halbherzig irgendwas hinklatschen. Hauptsache 7 Days, ne? Das wird dann dem Kanal nicht gerecht. Das wird euch nicht gerecht. Und ich möchte halt nicht einfach so, wie gesagt, was hinklatschen da. Friss oder stirb, ne? Das wollen wir nicht. Dann gibt's halt lieber eine kurze Pause. Oder eine Pause, bis dann die nächste Alpha wieder da ist. Auch der hat nichts für Schrotflinten. Schon lustig, wie niemand mehr hier was für Schrotflinten hat. Echt. So, ich repariere dich schon mal, mein Kleiner. Das hier ist für den Kratzer am Knie. So, wo haben wir denn hier Ölschiefer? Aua, Kaktus. Immer diese Kaktusse hier, ey. Natürlich gucken. Hat man nicht schon was markiert hier? Eisen, Blei. Ne, wir haben viel markiert, aber keinen Ölschiefer. Sehr gut. Ede wieder. Super. So. Art schreibt, schöne Folge, aber der Sound, der Geier, mein lieber Herr Gesangsverein, das war schon nervig. Die Menge an Büchern ist schon krass. Mach weiter so und schöne Grüße an dich und alle da unten. Bus zurück, da unten ist Ölschiefer. Da 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 da. Ah. Landen sie gerade auf dem Stein. Landen sie gerade, dann fängt er an zu schreien. Hui. Da ist es. Kurz Nase kratzen. Es kitzelt, gibt wieder Geld, ne? So, Anime Chile schreibt, welche Mod ist das denn? Danke, das ist die Warzook Mod, liebe Anime. Steht auch im Titel. Müsste, obwohl, ne, da steht nichts mehr, aber im Thumbnail steht's. Hahaha. Einfach mal im Launcher gucken. Da kriegst du die direkt. Schön, wie alles runterfällt und kaputt geht. Also im 7 Days to Die Launcher ist die drin.
könnt ihr ratzdifatz die runterladen, selber zocken. Da schon einer? Nein. Gut. So. Ey, komm runter. Was machst du da? Schlimm, ne? Ja, komm, Wilma. Hallo? Ich komm nicht hoch, komm nur runter. Bringt sogar Loot mit, dankeschön. 20 Schuss, so muss das sein. Siehst du mal. Los, brav. Wieder der Nächste. Nein. Sehr gut. Der ganze Sand ist abgebrannt. So. Wie haben wir denn jetzt? 5000, das ist nicht so viel. Da kriegst du ja nicht so viel raus. Ne? So. Zwischendurch können wir noch ein paar Kommentare lesen. Muss halt sein, ja. Leider, it is what it is. Aber guck mal, Tag 70 Horde steht auch schon wieder an. Unglaublich. So. Sehr schön. Wie viel haben wir? 12.000 erst? Habe ich das doch nicht hoch gemacht? Auf 5? Kann das sein? Es kommt mir so wenig vor, was ich hier sammle. Und ich glaube, der Kaffee, der wirkt beim Bohrer nicht, ne? Oder wirkt der da auch? Obwohl, ist eher, ehrlich gesagt, egal. Ich vergesse ihn sowieso immer wieder. Und bei mir kommt da nicht mehr raus, egal ob mit Spitzhacke oder mit Bohrer. Ich habe ihn sowieso nie dabei, weil ich es vergesse. So. Toll, machen wir 19. Immer noch 400 hier drin. Hält ganz schön lang. Und wie schön das hier schimmert vom Ölschiefer, ne? So, Level Up haben wir auf jeden Fall. Was machen wir hier für Löcher? Wir können runterscrollen zu den nächsten Kommentaren. Da ist der Joachim, der schreibt: Hallo Edel in Edelnauten. Ich wäre mit Sicherheit 1000 Tode gestorben in dem Pentagon. Der Bücherloot ist wirklich top. Weiter so, klasse Folge. Dankeschön. Und The Big Giant schreibt direkt hinterher: Hey Edel, vielleicht könntest du noch ein paar elektrische Lampen außerhalb der Hordenbase anbauen, damit man nachts auch was sieht, wenn Zombies angreifen. Könnten wir machen, ist eine gute Idee. Müssen wir mal gucken, habe ich noch nie gemacht, Lampen gebaut. Aber ja, können wir machen. So, der David schreibt: Schöne Grüße an dich und alle Edelnauten. Gruß zurück, David, vielen lieben Dank. So, noch ein bisschen einsammeln hier, 20.000 haben wir. Ich weiß ja nicht, wie viel wir brauchen. Wir machen noch gerade den Tank hier leer und dann ist gut. Weil der Hubschrauber säuft halt so viel, ne? Der säuft richtig viel. Für den können wir dann aber auch nochmal hier die Turbolader-Mod und die neue Tank-Mod und alles machen. Gucken wir mal. So. Aber er hat halt auch ein entsprechendes Triebwerk, ne? Der Hubschrauber. Ist ja nicht so, dass er so ein kleines Mini-Motorrad ist. Das schluckt schon ordentlich mehr. Würde ich mal behaupten. Ja. Alles mitnehmen hier am Weg nach oben. Und da sind wir oben.
Alter, hier ist alles voll. Guck dir das mal an. Alles Ölschiefer. Müssen wir mal... Aber das siehst du nicht in die Säcke, ne? So, in der Mitte. Wegpunkt speichern. Zack, zack. Ölparadies nennen wir das. Bitteschön. Sehr gut. Gib mir die. So. Gummi geben. Ab nach Hause. Und dann können wir direkt mal nach den ganzen Mods gucken und nach den Lampen. Der Kai schreibt, hey Ede, das war doch eine schöne Folge auf dem Montag. Ja, ja, immer diese Sch-Grün. Aber da ist ja mal die Hölle los an dem Poi. Aber so viele Hunde sah aus wie 2 oder 3 Hundehorden auf einmal. Das Geräusch kommt von den Kameras, die da überall hängen. Also ich hätte ja auch ein paar Vitamine mitgenommen, um eine neue Infektion zu verhindern. Naja, wenn du wirklich einen Heli so landen würdest, dann hättest du eine Banane als Heli. War aber wieder eine sehr unterhaltsame und klasse Folge. Mach weiter so. Lieben Gruß an dich und alle Elenauten. Gruß zurück. Und Gott sei Dank, lieber Kai, tue ich ja in echt niemals im Leben den Heli landen. Ne? Oder geschweige denn fliegen oder so. So, würde ich gar nicht machen. Fliegen, okay, mal mitfliegen, ja. Aber selber fliegen oder hier ne, landen und hast du nicht gesehen? Nee, danke. So, das scheitert schon daran, ja. Dass du, wenn ich mich recht entsinne, schub, 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 alles hier, Hände, Füße und sonst was, unabhängig voneinander bewegen können musst, ne? So, weil du hast ja Pedale, du hast Steuerknüppel, 2 Stück, glaube ich, einen hoch, einen runter, einen links, einen rechts und so, ne? Irgendwie so ist das. Da ist gut, was ist. Braucht ihr Öl? Ihr quietscht. Und dann wachsen. Sehr schön. Hier. Naja, ist da schon der Wärmschirm. Was ist los? Ein Bär rennt in mein Gewehr. So. Schon ist der wieder ein bisschen leer. Sehr gut. Da ist ein Amboss drin. Das heißt, hier kann noch einer rein. Bitteschön, hier kann auch noch einer rein. Bitteschön, also Zement und so haben wir mehr als genug. Ihr seht's, hier können wir jetzt keinen Stahl machen, weil wir noch Schmelzdiesel brauchen. Rein da, Bergbau, rein da, bitteschön. Erste Hilfe, rein da, Trader, rein da, rein, rein. Den kannst du zerlegen, die können wir essen. Waffen und Munition, rein da, die hier kann auch da rein. So, das sind Parts. Die ganzen Jetons. Die ganzen Jetons, was will ich damit? Aha, nee, Parts war es hier. Da, Parts. Trader. So, und so, und so. 50, 98.000 Jetons. Krass. Was wollen wir damit? Mach weg, mach weg. Zack. So, die kannst du mir geben. Die sind bestimmt immer noch dran. Benzinkanister. 50, 95.000 Benzin sind das. Gut. Wird ein bisschen dauern, aber wir kriegen Benzin. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Rein da. Könnten wir vielleicht die hier nochmal wegmachen und jetzt wieder reinmachen. So, weil einen mit 5000 würde ich schon gerne haben. Jetzt können wir ja mal gucken, wegen Brennstoffsparer-Mod. Fahrzeug-Brennstoffsparer-Mod. Verfolg mal. So, Kunststoffabfall haben wir. Wie sieht es mit dem geschmiedeten Stahl aus? Haben wir auch. Brauchen wir noch Flasche mit Säure. 4 mechanische Teile. Mechanische Teile. Flasche mit Säure. Machen wir. Die Frage ist, kriegen wir das in Hubschrauber rein? Fertige. Tank, HD-Diver-Tank, Scuba-Tank, Fahrzeug-Reservetank-Mod. Das will ich, jawohl. Dafür brauchen wir 5 Klebeband noch. Die müssten wir auch haben. 5 Klebeband, juhu, sehr gut. Fertigen Sie jetzt. So, sonst noch irgendwas? NPC-Action-Stop-Mode-Help, okay. Stimmt, wir haben auch noch keinen NPC angeheuert, ne? Carrack-Mod, was ist das denn?
Karak Hammer, Buff Knockout. Ah, okay. Das ist für irgendeinen komischen Hammer. Brauchen wir nicht. Eingeteilte moderne Couch. Nö. Fahrzeug-Reservetanken-Mod machen wir gerade. Ihr habt doch hier noch eine Fahrzeug-Superlader-Mod. Genau. Verfolgen. Die will ich. Und dann haben wir die drei, die ich brauche. So, ein Messing-Heizkörper und ein kurzes Eisenrohr. 10 Stück. Ja, 10 Stück davon. So, wo haben wir die Messing-Heizkörper hingetan? Hier irgendwo hin? Da. Gut, dass wir die gesammelt haben. Fertigen sie jetzt. So, du bist gleich fertig. Gib mir den mal. Die Frage ist, wo stellen wir den Hubschrauber jetzt hin? Wo stellen wir den hin? Weg damit, weg damit, weg damit. Nummer 2. Barty schreibt, was für eine Folge. Ich musste lachen, Ede wurde mal richtig gefordert im Pentagon. Danke dir vielmals für die Folge. Einfach unterhaltsam. Mach weiter so. Natürlich machen wir weiter so, Sparti, und schön, dass es dir gefallen hat. Das ist das Wichtigste. Wie gesagt, sonst lohnt sich das hier alles nicht, ne? Na. Eine Minute läuft das noch. Da können wir uns noch einen langen Kommentar von Lazarus anhören. So, Lazarus schreibt. Naja, du hattest mit dem Heli auf dem Dach landen können, aber paar viele Geier schnetzeln und dann Löcher ins Dach kloppen, da kein Aufgang zum Dach existiert, einfaches Hinrichten durch die Löcher von oben, ist es auch einfacher, immer nur Header zu verteilen. Hinterher ist man immer schlauer. Das ist wahr, das ist wahr. So, wegen Hazmat, dir wird nichts anderes übrig bleiben, als die Quests zu machen, aber da du so viel Zeug hast, könntest die meisten darauf hinauslaufen, aus der Kiste nehmen, fertig. Wegen Filter, deswegen schreibe ich immer nur mit Komma. Keine Punkte, schwieriger zu lesen, aber bevor mein ganzer Text im Müll landet, hast du recht. Ne? Und es passiert richtig schnell, passiert mir auch mal. Ja? Hunde und Katzen hatten wir bis vor 20 Jahren immer, aber dann ist mein Vater gestorben und meine Mutti war schon Ü60. Nur ist sie Ü80 und ich muss noch ein paar Jahre arbeiten. Also keine Zeit für Haustiere. Letzter Hund war Dobermann Rottweiler plus Schäferhund plus 30 Kilo. Kenne ich irgendwo, ja? Dominiert von einem 2-Kilo-Kater. Und oh, ein Welpe-Kater. Oh, ein Trottel. Ja, so ist das, ne? Heißt nicht umsonst, Hunde haben Herrchen, Katzen haben Angestellte, ne? Lieber Lazarus, so ist das. Und Mr. BSE schreibt da noch, mega gut hatten wir bei uns in der Nachbarschaft auch nur so, Katze plus großer Hund, die Katze hat das Sagen. Richtig. So ist das, ne? So ist das. So. Jetzt müssen wir den irgendwo hinstellen hier. Kriege ich die nochmal aufs Dach gepackt. Vielleicht sollten wir erstmal einen Honig nehmen, bevor wir wieder über 5% sind. Dankeschön. Haben wir eigentlich unsere Bienen geholt oder haben wir schon welche gemacht von vorher? Du musst irgendwie hier drauf. Irgendwie stehen. Du musst nur stehen bleiben, mein Freund. Oder kann ich dich auch da hinten hinstellen? Ja, perfekt. Perfekt. So, aufbewahren, nein, aufschließen, reparieren, öffnen. Ich will die Sachen hier reintun. So, dann kann er noch mehr tanken. Ja, Verteidigung 90, moderat. Geschwindigkeit 46 Meter pro Sekunde. Mal 3600. Boah, wie viel ist das? Mal gerade gucken. Da. Achtung, 46 mal 3600 macht 165.600 Meter pro Sekunde oder 165 km/h. Ist das realistisch für einen Hubschrauber? Da 50%, okay. So, reparieren könnten wir auch mal. Bitteschön. Bitteschön, er ist ja schon relativ kaputt. Das kostet ganz schön viel. Aber die kann man auch relativ billig wieder machen. So, ihr müsst stehen bleiben, Freunde. Bitte keinen Blödsinn machen. Ich lasse den jetzt da stehen. Mehr wie mir auf den Kopf fallen kann er ja nicht. Die sind noch dran. So, was haben wir noch? Lampe. Wir wollten nach Lampen gucken. Heute mal voll fokussiert hier. Beistelltischlampe. Was? Nein, auf keinen Fall. Oder war das bei Falle?
Dartfalle, Holzschachtel, Eisenschachtel. Ne, überhaupt nicht. Wo sind denn die großen Lampen? War es Scheinwerfer? Geländefahrzeug, nein, hier ist ein Scheinwerfer, ne? Richtig. Verfolg mal. So, elektrische Teile. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mach mal 16. So, Eisen 50, Klebeband brauchen wir dann auch wieder 4. Autobenzin, hier, 2 Scheinwerfer. Bing, bing. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Eisenschrott, ne? Um genau zu sein, 100. Den haben wir hier. So. 2 Stück. Mach mal. Geht ja relativ schnell. Das kann wir ja Zeug. Dann schauen wir mal. Tada! Dankeschön. Dann müssten wir nur erstmal. Machen wir folgendes. Das brauche ich. Dann müssen wir hier nochmal gucken. Warte. Die brauchen wir. Das brauchen wir. So. Kann ich hier noch irgendwo einen Dingens machen? Schmelztiegel. Folgen. Wo bauen wir den denn? Ach, die können wir gar nicht selber bauen, ne? Wenn ich das noch nicht so hoch habe, oder? Doch, sollten wir. Würdest MacGyver neidisch machen? Wer ist denn bitte MacGyver? Ich kenne nur einen MacGyver, aber MacGyver? Wer zum Henker ist MacGyver? Kannst du mir das verraten? Das hier. Ja. Ist es richtig so? Ja, ist es. Hätte ich gerne hier. Nee, ist nicht richtig so. So rum ist es richtig. Bitteschön. Dann sind das 1, 2, 3, 4, 5. Und hier 1, 2, 3, 4, 5. Wer ist hier dran so, ne? So. Zack. Zack. Sehr gut. Her damit. Tada. Und tada. Jetzt müssen wir die Dinger noch anschließen. Die kommen auch mit an den großen oben. Und der hat ja Strom ohne Ende. Die 10 Watt, die sind kein Problem. So. Sieht gut aus. Wir endlich mal, ne? You know what I mean? Einschalten. Schön Licht. Kann ich das nicht noch ein bisschen selber machen hier? Nee. Kann man die nicht auch rauf und runter gucken lassen? Oh, das passt doch. Ich find's in Ordnung. Wofür sind eigentlich die Lautsprecher? Sind die da, um die anzulocken? Die Zombies? Oder was macht man damit? So, das müssen wir noch ein bisschen festmachen. Jetzt machen wir folgendes. Der Bergtroll-Zombie schreibt: Salut Ede, das Pentagon ist doch locker easy. Eine Stufe 1 Quest. Oder hast du nicht 50.000 Shotgun-Muni im Early Game? Zwinker Smiley. Nein, überhaupt nicht. So, um das Ganze mit der Maske mal aufzudröseln, den Blueprint für die Hazmat-Maske bekommst du erst, nachdem du alle anderen Teile der Hazmat-Rüstung gebaut hast. Die Rezepte für die Rüstung schaltest du in den verschiedenen Berufsquests frei, Koch, Farmer, etc. Es steht ziemlich blöd im Questtext. Gemeint ist mit End from the Main Quest tatsächlich die Questreihe, die erst erscheint, wenn du alle Berufsquests gemacht hast. Nach dem Berufsquest kommt eine Questreihe, in der du alle Hazmat-Teile einmal herstellen musst, denn was man bei dem Herstellbild nicht sieht, ist, dass du nicht die Rüstung, sondern Mods für die Rüstung herstellst. Also zusammengefasst ist folgender Weg nötig. Erstens alle Berufsquests machen, zweitens die Mainquest machen, drittens Hazmat-Mods in die Rüstung packen, viertens Schiff in der roten Zone besuchen. Viel Spaß weiterhin beim Zocken,
Mich haben die Lags so genervt, dass ich aktuell keine Lust auf 7 Days to Die habe, denn ich bin bei Tag 98 und bei mir ruckelt es ohne Horde und bei allen Quests, obwohl ich einen ziemlich guten Rechner habe. Kann ich vollkommen nachvollziehen, Bergtroll. Ja, irgendwann macht es dann einfach keinen Spaß mehr, ne? Und der Rechner ist da eher weniger das Problem, sondern vielmehr das Spiel, was zwar schon optimiert wurde ein bisschen und besser läuft als früher, ja, man glaubt es kaum, aber halt immer noch relativ, ja, unperformant ist und ruckelt, ne? So, also, erstmal muss der weg hier, hier wird nicht geschossen, nicht gespuckt, vergiss es, das sieht mir wieder nach vorne aus. Kommt hierher, ich mach schon mal an. Bitteschön. Komm, euch mache ich auch an. Ich bleib jetzt da stehen. Ich schalte mal ein, ja. Könnt ihr herkommen? Die kommen ja schon da hinten. So, halte ich fest. Wir gucken mal. Das heißt, ich muss jetzt hier alle Quests machen, ob ich will oder nicht, damit ich an die Rezepte komme. Das wäre echt böse. Da habe ich so gar keine Lust drauf. Aber da muss ich das mal Stück für Stück für euch machen, dass ihr da auch mal hinkommt. Ich weiß nicht, warum man sowas da einbaut. Warum? Na, tut weh? Oh, bist schon tot. Welch Zufall. Aha. Hallo. Alter Falter. Fallen aber schnell um, muss man sagen. Da hinten ist noch einer. Die hängt mal wieder fest, die kriegt nichts gebacken, Elke. Was ist los? Tut weh. Gut. Aber wo ist der Kopf? Schön, dass wir es auch ein paar Lampen haben. Sehr gut. Ja. Gefällt mir. Können wir wieder ausmachen. Ausschalten. Da hinten. Ausschalten. Da. Bitteschön. Gleich können wir den Loot holen gehen. Guck erstmal nach Benzin für unseren Hubschrauber. So. Dann machen wir das mal, ja. Machen wir das mal mit den Quests nach und nach. Auch wenn ich keine Lust habe. So, aber für euch mache ich das. Zack. Sehr gut, nochmal ein bisschen drin. Die ist immer noch da hinten dran. Ohne Bratze, ey. Mann. Und der Polizist, was macht der hier? Nix, der ist weg. Das ist gleich kaputt und wir haben kein Repair-Kit mehr dafür. Das ist doof. Das ist doof. So, die Penny schreibt, hallo Edo und alle Edenauten, wie heftig doch die Poi ist. Hat für einige Schreckmomente gesorgt, aber sehr gute Folge. Immer gern. So, was haben wir denn hier? Stahlschlagring fertigen. Können wir den bauen? Mal gucken, sonst haben wir schon alles oder hatten wir alles? Bitte in hier 0 von 3 Klebeband sammeln, geschmiedeten Stahl sammeln, Stahlschlagringteile sammeln. Ah komm, wir fangen mal an. Ich kenne mich ja. So, Schlagring, wo ist der? Schlagring, Stahlschlagring, hier. Guck mal, den kann ich noch gar nicht bauen. Wie soll ich den dann bauen? Jetzt muss ich das auch noch hier skillen und, ja. Oder was? Was habe ich jetzt geskillt? Dein Ernst? Intelligenz auf 10 oder was? Irgendwas habe ich geskillt. Weil das will ich ja gar nicht, ne? Zum Beispiel hier mit dem, wo ist sie denn hier? Da brauche ich ja die Bücher für, ne? Lass mal gucken, wo war es? Hier. Handfeuer. Was? Wo? Mann, ey. Nix darfst du hier. Ich ahne Böses. Ein Ofen. Komm her, du Ofen. So, der Ofen ist aus. Im Karton. So. Also, wir wollen Stahlschlagring machen für die Quest. Schlagringe hier. Eisenschlagring. Wir brauchen noch mehr. Können wir nicht. Super.
Dann vielleicht erstmal die, die wir schon haben. Hier kochen, könnten wir gucken. Dann tu die mal hier festmachen. Ralifs Burscht-Fertigkeiten. Dose Fond sammeln. Wildbret, Kartoffeln, Pilze, das haben wir alles. So, Dose Fond, wo ist das hier? Ach, das ist doch nicht hier. Dosenfutter. Hühnersuppe, Nudeln. Den Fond haben wir natürlich nicht, wa? So, hier. Zack. Meine Güte, guck, da geht's nämlich schon wieder los. Wo war das jetzt wieder hier? Dose Fond sammeln. Ich hab die doch im Inventar. Oder ist das hier egal? Und er will nur den Bosch. Also Wildbret, Kartoffeln und Pilze. Lass mal gucken. Essen, trinken. Wildbret. Kartoffeln. Pilze. Und jetzt soll ich hier diesen Bosch fünfmal machen, ne? Bitteschön, koch mal. Mach mal weg. Dahinter das Wasser wieder. Zack. So. Kann der Rest wieder weg hier. Bitteschön. Essen, trinken. Und so muss ich jetzt alles da machen, oder was? Könnt ihr nicht mal alle auf einmal kommen? Muss da immer jeder einzeln kommen? Ist ja schlimm. Mann, Mann, Mann. 60 Schuss haben die dabei. Sind die des Wahnsinns? Ich meine, habe ich nichts gegen. Ne? Die könnten ruhig ein bisschen öfters fallen lassen. So, dann hätten wir auch kein Problem mehr mit den Schüssen. So, hallo, hallo, schreibt. Moin, sorry, aber du siehst das Schloss nicht, oder? Hazmat ist alles als Questbelohnung, auch das Fiber. Okay. Nö, das Schloss habe ich nicht gesehen. So, DJ schreibt. Moin, Ed und alle, die Noten. War eine sehr interessante Folge. Vor allem das Pentagon mit einem Schädel fand ich sehr interessant. Hunde habe ich zwar jetzt nicht mitgezählt, aber es waren eine Menge. Danke für deine Zeit und Mühe, die du in die Videos investierst. Immer gerne, immer gerne. So, ich muss gerade mal gucken hier. Ach du grüne Neune, ey, da kommt noch jede Menge. Der Frank schreibt, hallo Ede, Mr. BSE, bitte noch mehr so Vorschläge. Bitte, war sehr nett zum Zuschauen. Wer Gammelfleisch braucht, muss da nur hin. BSE antwortet dir, ich traue mich nicht, will nicht von Ede vom Channel gebannt werden. Du wirst nicht gebannt, keine Angst. Du wirst nicht gebannt. So, dann pfeife ich mir einfach hier Thunfisch rein. Bitteschön. Gucken wir mal. Ralfs Bosch fertigen. Ach nein, ich muss ja wieder drin sein. Guck. Und genau deswegen kriege ich die Krise, ja? Jetzt muss ich hier stehen und das fertigen. Jetzt habe ich 5 Stück gemacht. Zählen nicht, weil ich rumgerannt bin, ja? So, ich habe 5 Stück gemacht. Ich hole mir gleich die Ressourcen für nochmal 5 da raus und bleib da drin stehen, ja? So, nicht praktikabel für einen LP. Ich kann nicht die ganze Zeit da im Menü stehen und warten. Tut mir leid. So, wen haben wir jetzt noch? Captain 86er, der schreibt, Moin Ed und alle Edenauten, war eine klasse Folge, was ein krasser Poi. Hoffe, mit der Alpha 22 wird das Gezuppel etwas besser, aber beim Zusehen stört es weniger, als wenn man selber zockt. Schöne Grüße an alle. Gruß zurück. Jo, hoffen wir es, hoffen wir es. Jetzt haben wir hier 5-mal Bosch, ich mach den nochmal neu. Aber ja, so. Ihr seht's, bei sowas kriege ich dann die Krise, ne? Ist furchtbar. Warum? Warum macht er das? Ich wollte... Alter, wo ist denn die Stadt hier? Hier ist sie. Gehen wir mal hier zum Trader. Sind ja nur wieder 3,5 Kilometer. So. Müsste passen. Wir haben ja jetzt die schönen Mods drin, ne? Also das ist echt ärgerlich mit dem... mit dem Essen und so weiter. Ich mache das dann immer mal nebenher so. Ihr seht's, ne? Weil ich kann nicht da, was weiß ich, wie lange im Menü stehen bleiben und nichts tun. So, die Penny antwortet dem Captain 86er noch, schöne Grüße zurück, bin sehr gespannt, wie die Alpha 22 wird. Da kommt einiges, wieder neue HD-Sachen und so wie es aussieht, dann auch endlich die Marauder hier, ne, die anderen Überlebenden, die einen immer jagen, wie zum Beispiel hier schon eine Harley Quinn und Co., ne. Backscroll-Zombie hat auch noch geantwortet, also in Vanille ist es besser geworden, aber ich befürchte, dass es durch die Mod-Zombies etc. trotzdem ziemliches Geruckel gegen Endgame wird. Ja, wahrscheinlich, man muss jetzt natürlich auch sagen, ne, die Pimps, die optimieren das ja für ihr Spiel, ne? Und was die Modder daraus machen, da haben die halt keinen Einfluss drauf und da nehmen die auch keine Rücksicht drauf, ne? Die Modder müssen sich halt jedes Mal wieder neue darauf einstellen und zusehen, dass ihre Sachen laufen. So, das ist dann ein Problem der Modder. Die müssen hier dafür sorgen, dass das sauber läuft.
Hoffen wir es zumindest, dass es irgendwann mal sauber läuft. So, zack, zack. Guck mal, der Sascha hat auch noch geantwortet. Hallo lieber Ede und Ede Nauten. War doch eine super Folge im Pentagon. Mr. BC und ich waren zu zweit da drin. Was wir an Loot daraus geholt haben, war nicht normal. Danke für deine Zeit und Mühe. Wie schon gesagt, du musst die Rezepte dafür haben und die bekommst du nur über die Klassenquests. Denn die Rezepte sind noch gesperrt, was man an dem Schloss erkennt. Jo, jetzt habe ich es dann auch gerafft. Das heißt, ich muss alle Quests machen, ob ich will oder nicht, ne? Früher war das ein bisschen einfacher mit diesem Holzschiff, der Holzgaleone. Ja? Da konntest du einfach hinfliegen, alles leer räumen. Jetzt das Schiff, da musst du ja hin. Ich schätze mal, er hat es ge... Weatherfog 0, weg damit. Aha, habe ich mal wieder Weather geschrieben, nicht EA, sondern AE. So, bitteschön. Und schon sehen wir was. Ja, früher mit dem Holzschiff konntest du einfach hingehen, alles leer räumen. Ich denke mal, deswegen hat er das jetzt auch so gemacht, ne? Du musst diese Quests machen, ob du willst oder nicht. Ich hasse es wie die Pest, aber ja, es ist, wie es ist. Ich werde das nach und nach, Stück für Stück mit euch hier machen. Und dann immer nach einer Folge gerade hier sitzen und dann zum Beispiel schon mal eine Quest durchballern. Mit dem Kochen und so. Und dann schauen wir mal. Zum Beispiel das mit dem Stahlschlagring finde ich auch kacke. Wie soll ich den bauen, wenn ich das gar nicht skille? Das dauert ja 100 Jahre, bis ich dann die Bücher dafür habe. So, ich weiß, deswegen immer alles looten und kaufen und bla bla bla, ne, aber nö. Lazarus schreibt noch, hat das Ding eigentlich einen Keller? Da das Dach nicht direkt zugänglich war, könnte ich mir dasselbe für den Keller vorstellen. Eingang Mitte vom Hof zum Beispiel, aber Leiter kaputt, so dass die da unten nicht hoch können. Wenn er tief genug triggert, man sie auch nicht vom Gebäude aus. Sascha hat hier geantwortet, weiß ich gar nicht genau wegen dem Keller. Ich auch nicht, wir werden sehen. Oh, hier ist noch grün. Ist es grün? Und da ist der Trader. So, hätte man eigentlich hier auch geil eine Base bauen können, ne? Und so weiter und so fort. Da an der Ecke ist der. Mal runter hier. Ja. Komm, 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 komm. Ich will mal auf dem Haar landen. Ja, nice. Nicht ganz, aber... Nö. Mein Hubschrauber steht drin, aber mich hat er rausgeschmissen. Ich glaube, es hackt. Weil noch keine 6 Uhr. So, können wir irgendwann mal gucken gehen oder ich gehe gucken. Und der letzte Kommentar kommt von Mamika, die schreibt, Hi Ede, schönen Montag und heftig das Gebäude. Das hört gar nicht mehr auf mit Zombies. Ede, der geniale Parker in der Luft. Ja, und jetzt der geniale Parker hier im... Klar, wreckt wieder. Wer sonst, ne? Wer sonst als wreckt? Gut. Dann wisst ihr, wo hier nächste Folge losgeht. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Denk an den Community-Tab. Und in diesem Sinne, wie immer, danke für deine Zeit.